Herzlich willkommen zum neuen Podcast On Demand. Heute erzähle ich euch etwas aus meiner Figurmacherpraxis und zwar über eine Kundin, die jahrelang nicht ernst genommen wurde von den Ärzten und immer nur gehört hat, du bist bescheuert, du bildest dir das ein. Und was sie genau erlebt hat, erfährst du im zweiten Teil des Videos bzw. des Podcasts. So, als erstes möchte ich darauf hinweisen, dass ich nur erzähle, wie es in der Praxis war, was ich erlebt habe. Ich bin kein Arzt, ich stelle keine Diagnosen, ich gebe auch keine ärztlichen Ratschläge oder Medikamentenhinweise oder was auch immer. Nur, ich erzähle nur aus der Praxis. Vielleicht habt ihr sowas Ähnliches schon mal erlebt und vielleicht hilft euch dieses Video weiterzukommen oder vielleicht den richtigen Arzt zu finden, wenn ihr ähnliche Beschwerden habt. Vor circa 3 Jahren kam eine Dame zu mir, die war also richtig fertig, sage ich mal, die hatte keine Energie mehr, konnte 15 Stunden am Tag schlafen, war aber trotzdem nicht wach, hatte einen Job vorher, der wohl sehr, sehr anstrengend war. Ich würde sagen, die hat da so ein Burnout bekommen. Selber ist die Dame Perfektionistin, will alles natürlich ganz super machen und ganz genau machen. Vielleicht stand ihr das so ein bisschen im Weg. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat der alte Arbeitgeber das auch ausgenutzt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war sie, ich sag mal einfach mal, völlig energielos. Natürlich auch Gewichtszunahme gehabt. Sport war gar nicht mehr möglich. Also irgendwie morgens mit Wecker aufwachen. Und dann, ja, so 1-2 Stunden brauchte sie dann, bis sie sozusagen hochgebootet ist. Und dann konnte sie ja eigentlich erstmal so langsam an Arbeit denken. So war das. Und sie kam dann zu mir und ich habe mir alles angeschaut. Wir haben uns ein paar Laborwerte angeschaut. Wir haben uns Diagnosen beziehungsweise Fragebögen angeschaut und Blutbilder natürlich. Und da kam raus, dass irgendwas mit der Schilddrüse nicht stimmt. Wahrscheinlich auch mit der Nebenniere. Und es ist so, dass wenn jemand sehr viel Stress hatte, die Nebenniere, die ja dafür da ist, Cortisol zu produzieren, irgendwann sich auch mal schwächt, auch mal in Mitleidenschaft gezogen wird. Und dann ist der nächste Schritt, dass die Schilddrüse auch nicht mehr so gut funktioniert, weil die ganze Balance gestört ist. Also es kann, wie gesagt, so vorkommen, weil alle drei Hormonachsen miteinander zusammenhängen. Also nochmal, vielleicht nochmal die Hypophyse, also im Gehirn, die steuert die Schilddrüse, die steuert die Nebenniere und steuert auch die Eierstöcke. Und diese ganzen hormonbildenden Drüsen bilden dann ihre Hormone und die Hypophyse regelt das. Und die Hypophyse regelt auch gegen. Also wenn irgendwo zu viel ist, dann gibt es woanders ein bisschen mehr. Wenn irgendwas zu wenig ist, gibt es woanders ein bisschen, oder wenn irgendwas zu viel ist, gibt es etwas weniger. Wenn etwas zu wenig ist, etwas mehr. Und schon ist die Balance auseinander, beziehungsweise der Körper versucht, wieder in Balance zu kommen, aber irgendwann rutscht er dann ab. Und dann kann das schon mal sein, dass die Schilddrüse, die vielleicht früher ganz gut funktioniert hat, offenbar nicht mehr so funktioniert. Die Schilddrüse ist ja auch wichtig für den Energiehaushalt des Körpers. Also ständige Müdigkeit, trockene Haut, Verdauungsprobleme, hohe Cholesterinwerte, Gewichtszunahme. Das kann alles was mit Schilddrüse zu tun haben. Und keine Energie oder vielleicht sogar einen gestörten Zyklus. Kann auch alles was mit der Hormonproduktion zu tun haben, weil eine Zeit lang vielleicht zu viel Stress da war, zu viel Anstrengung da war. Ob der jetzt wirklich da war, der Stress, oder ob man sich den eingebildet hat, das weiß man nicht. Das Gehirn kann ihn hier unterscheiden, ist es wirklicher Stress oder ist es eingebildeter Stress. Jedenfalls die Dame war völlig fertig. So, was kann ich jetzt tun als Ernährungswissenschaftler? Ich kann mir alles angucken, ich kann die Ernährung anpassen, dann kann ich natürlich Nahrungsergänzungen geben. Wenn ich sage, ja, das stimmt hier nicht mit dem Vitamin D, Selen könnte mehr sein und es war der Verdacht nach Hashimoto. Also irgendwas mit der Schilddrüse war, aber ganz genau wusste man es auch nicht. Deswegen haben wir alles das gegeben, was die Schilddrüse unterstützt und was die Konvertierung unterstützt. Konvertierung bedeutet also, dass vielleicht nochmal ganz kurz zur Schilddrüse. Es gibt da zwei Hormone grundsätzlich, T4 und T3. T4 ist das inaktive Hormon, was umgewandelt werden muss zu T3. Und eigentlich entscheidet sich, wie viel T3 ist da
Wenn viel T3 da ist, bin ich halt, habe ich Power und mir geht es ganz gut. Vielleicht auch zu gut, wenn ich zu viel davon habe. Aber auf jeden Fall, ein T3-Mangel äußert sich schnell in Müdigkeit, Verdauungsprobleme, Abgeschlagenheit, Gewichtszunahme unter anderem. Es gibt auch mehr Symptome. Und jedenfalls, ich sage, ernährungsmäßig können wir alles Mögliche machen. Bloß dein Wert T4 war okay, aber T3 war viel, viel zu niedrig. Der war zwar im Referenzbereich. Der Arzt wird dann sagen, das ist im Referenzbereich. Da gebe ich dir nichts. Warum die Ärzte kein T3 geben, das Medikament heißt Tybon, das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich höre immer nur so, wenn eine Patientin beim Arzt sagt, aber schauen Sie mal, mein T4 ist doch ganz gut, aber mein T3 ist doch so schlecht. Warum kriege ich jetzt T4? Also T4 ist L-Thyroxin. Das ist, kennt ihr vielleicht, wer Schilddrüsenprobleme hat, nimmt L-Thyroxin. Kriegt er meistens vom Arzt. Der kriegt aber kein T3. Ich habe noch keine richtige Antwort bekommen von den Ärzten, die sagen, ja, damit zerschießt du dir alles. Aber ganz im Ernst, wenn jemand 15 Stunden am Tag schläft und nicht wach wird, was willst du da noch zerschießen? Da musst du doch sehen, dass die Person mal wieder in Gang kommt. Ja, und da musst du dir doch alles geben. Und ich glaube nicht, dass T3 da irgendwas zerschießen wird. Also wie gesagt, bin ja kein Arzt. Aber vom Logischen her ist es doch so, wenn der Körper nicht selber schafft, T4 so umzuwandeln, dass genug T3 da ist und man alle Nährstoffe gibt, Selen, Zink, B-Vitamine, damit und sagen wir, saniert und dann nicht von T4, T3 macht, dann muss man noch sagen, hey, dann fehlt dir das und dann muss ich dir das geben, eigentlich. Aber die Ärzte wollen das nicht. So ist sie natürlich immer wieder zu irgendwelchen Ärzten hingegangen, Endokrinologen, Hausärzte, Internisten und so weiter. Und alle haben gesagt, ist im Referenzbereich, T3 gebe ich Ihnen nicht, das brauchen Sie nicht, das spielt sich so alles ein. Sie bilden sich das ein. Sie sind nicht krank, sie sind, ich sag einfach mal, ganz frei von der Leber bescheuert. Ja? Das heißt, sie bilden sich das ein, sie sind nicht krank, aber in der Psyche gehen Sie mal zum Psychologen oder zum Psychiater. Da war sie dann auch. Und der hat gesagt, das ist kein psychisches Problem. Aber ich gebe Ihnen jetzt Psychopharmaka, damit Sie erstmal wieder wach werden. Damit Sie erstmal wieder ein bisschen Freude am Leben bekommen. Also kriegt sie dann so einen Dopamin-Psychopharmaka und wird erstmal wieder wach und der geht so ein bisschen besser. Aber auch nicht gut. Hinzu kamen natürlich noch die Muskelschmerzen. Der tat immer alles weh. Die konnte gar keinen Sport machen. Das heißt also eine Odyssee. Über Jahre, kein Arzt hat sie ernst genommen und alle haben gesagt, du bildest dir das ein. Vielleicht geht es euch auch so, dann könnt ihr das gerne mal hier kommentieren. Ich will auch nicht sagen, dass Ärzte schlecht sind, überhaupt nicht. Ärzte sind nicht schlecht. Also ich will auch gar nicht hier auf Ärzte schimpfen, überhaupt nicht. Ich will einfach nur einmal diese Praxis sagen, die ich öfter erlebe und vielleicht schaut auch ein Arzt dieses Video und kann vielleicht drunter kommentieren, Herr Scholz, Sie verwechseln da was, Sie haben überhaupt keine Ahnung, meinetwegen. Oder der schreibt mir dann, der oder die Ärztin schreibt mir dann mal wirklich drunter, wir geben kein T3, weil wir geben nur T4, also Thyroxin, warum auch immer. So, und dann ist sie irgendwann, also immer wieder gesucht, ich habe dann meine Kontakte nochmal spielen lassen. Und meine Ärztin, die Eileen, die hat dann auch nochmal mir eine ganz, ganz lange E-Mail geschrieben und nochmal geschrieben, woran das wohl liegen könnte. Hat aber auch gesagt, sie ist 500 Kilometer weit weg und sie muss diese Dame ja öfter sehen und nicht nur einmal. Und das ist natürlich ein mega Aufwand, 500 Kilometer zu fahren, jede Woche vielleicht zum Arzt, um die Schilddrüse einzustellen. Und hat gesagt, nimm doch diese E-Mail und versuch damit irgendwo anders in der Nähe hinzugehen und zu sagen, bitte lies dir mal die E-Mail durch, lieber Arzt, und mach das mal. Also hat die Dame die Kundin nicht aufgegeben und hat gesucht, gesucht, gesucht im Internet nächtelang
oder tagelang, nachts hat sie geschlafen, tagelang zusammen mit ihrem Freund. Die haben beide gesucht, versucht es rauszukriegen und kamen dann auf einen Hashimoto-Spezialisten aus Bochum. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen soll oder darf. Deswegen lasse ich ihn weg. Aber wenn ihr PN schreibt, dann sage ich gerne den Namen. So, und da ist sie dann hin und der hat auch gleichzeitig so ein Forschungsinstitut für Studenten. Und dann fuhr sie dahin, kriegte auch dann irgendwann einen Platz da oder einen Termin. Und das waren über 300 Kilometer zu fahren. Aber egal. Und dachte, naja gut, erzählt wieder ihre ganze Geschichte. Die Studentinnen schrieben dann mit und sagen dann zu ihr, das, was sie sagen, hören wir jeden Tag. Öfter. Und dann sagt sie, aber glauben Sie mir denn? Oder halten Sie mich auch für bescheuert? Und dann sagt sie, nein, wir glauben Ihnen. Das hört sich so an, als wenn mit der Schilddrüse irgendwas nicht stimmt. Dann ist sie rein zum Arzt. Der Arzt hat sich tatsächlich 1,5 Stunden Zeit genommen. Das muss man auch privat abrechnen. Das ist auch richtig so. Das hat der Arzt auch verdient. Das kann man nicht alles auf Krankenkasse leider machen. Und ich habe auch volles Verständnis dafür. Finde ich auch gut. Und sagt, okay, Blut abnehmen, nächste Woche wiederkommen. Also wieder 300 Kilometer hinfahren zum Arzt. Und dann sagt der Arzt zu ihr, Sie haben Top-Werte. Alles, was ernährungsmäßig ist, Selen, B12, Vitamin D bei über 90, wo andere Ärzte wahrscheinlich sagen würden, hallo. Ja, über 80 sollte man haben, wenn ihr euch das ein bisschen auskennt mit Vitamin D3. Die meisten haben so 17, 18 und geht es ja entsprechend. Und dann sagt der Arzt, naja, das war jetzt auch beim Kunden, das haben die anderen ja auch nur, 18 ist der Durchschnitt, da müssen wir nichts machen. Dann hat sie ihre Ernährung umgestellt, eine sogenannte anti-entzündliche Ernährung, glutenfrei, Milch, eiweißfrei, also Ziegenmilch nur, weil da gibt es halt so spezielle Caseine, die halt die Schilddrüse stören können. Und bei ihr hat es gestört und Gluten vor allen Dingen auch. Und jedenfalls sagt der Arzt, sie sind mega eingestellt, toll gemacht, sagt sie, ja, habe ich von meinem Ernährungsberater, fühle ich mich natürlich erstmal so ein bisschen, ja, Bauchpinsel. Und dann sagt er, aber warum hat das noch kein anderer Arzt gesehen? Ihnen fehlt T3. Ja, das weiß ich seit 3 Jahren, sagt sie. Und dann sagt er, ja, dann gebe ich Ihnen das jetzt. Und sie, was? Sie geben mir T3? Das konnte ich gar nicht fassen. Und das heißt Tybon, dieses Medikament. Und 5 Mikrogramm fängt sie mit an und die Muskelschmerzen sind weg. Und sie schläft nur noch 8 Stunden, wacht dann auf und war sogar schon mal wieder beim Sport. Und die Aufgabe ist jetzt, das richtig einzustellen. Also ernährungsmäßig top eingestellt, nahrungsergänzungsmäßig top eingestellt. Jetzt noch das richtig switchen, wie viel T4 wann und wie viel T3 wann. Das muss jetzt rausgefunden werden. Ich denke, es wird so 1-2 Jahre dauern, bis man das genau rausgetüftelt hat, was genau passt. Vielleicht ändert sich dann auch mal wieder was, wenn die Wechseljahre kommen, dann ändert sich ja auch was im Körper. Aber auf jeden Fall freue ich mich für die Kundin. Sie ist in guten Händen und wird jetzt da gut beraten, betreut, ärztlich untersucht und ärztlich auch behandelt. So, und vielleicht habt ihr sowas auch schon mal erlebt, dass ihr nicht ernst genommen werdet oder Leute sagen, sie bilden sich das ein. Das würde mich interessieren. Ich kenne auch Fälle, wo Leute sich das wirklich einbilden und die geben das dann auch zu, weil sie mal ein Erlebnis hatten, was nicht gut war, vielleicht mal umgekippt oder so. Und dann haben die immer Angst, das passiert wieder. Aber organisch kann man nichts finden. Aber im Kopf haben die halt noch, ich kipp vielleicht wieder um, ich gehe nicht mehr vor die Tür, was auch immer. Also, halten wir fest, es gibt Leute, die bilden sich was ein. Es gibt Leute, die bilden sich nichts ein. Die haben diese Beschwerden, weil irgendwas nicht stimmt. Und jetzt noch mal Aufruf an euch. Schreibt doch mal drunter. Habt ihr auch schon mal dieses Gefühl gehabt? Und vor allen Dingen, was hat euch geholfen? Das wäre interessant. Wer hat euch geholfen? Womit? Vielleicht sogar mit Bovinen, Schilddrüsenextrakten, was auch immer. Also ganz klar, ein reines Informationsvideo aus der Praxis des Figurmachers. Keine Dosierungsanleitung oder sowas, bitte. Das besprecht ihr alles bei eurem Arzt, wenn ihr wissen wollt, wie viel Vitamin D ihr nehmen sollt, wie viel Selen, wie viel Omega-3 und wie ihr euch ernähren sollt, könnt ihr gerne zu mir kommen.
Da helfe ich euch. Medikamente darf ich nicht geben. Das ist auch ganz gut so, denn ich bin kein Arzt. Ansonsten würde ich alle Menschen schlank und kraftvoll machen. So, bis dahin, schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Andreas Scholz, der Figurmacher.